Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und ich habe wieder mal was gekriegt. Ich habe das auch schon ansatzweise mal hier so halbwegs ausgepackt, weil ich neugierig war, was in den Tüten drin war. So. Weil ich habe Anfrage bekommen, ob ich was vorstellen will. Und ich gesagt, na klar, warum nicht? Da habe ich von TE, also TechElec, so eine virtuelle Brille. Die werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Dann habe ich einmal USB-Kabel. Da mein großer, gucken wir uns auch gleich an, mein großer USB-Kabel jetzt kaputt ist, ist das ganz gut. Mein langer, die hätte ich echt im Krankenhaus gut gebrauchen können. Homeoffice und nochmal ein USB-Kabel. Micro-USB-Kabel 2,2.4a ist der genauso. So, würde ich sagen, gucken wir uns den erstmal an, was wir hier so haben. So. Sehen eigentlich so von der Verpackung her sehen die identisch aus. Sind Hefte drinne, TechElec. So, und dann gucken wir uns da mal diesen USB-Kabel an. Oh, ist der klein und schnucklig. Das ist ein grauer, oh, mit Klett, leider ein bisschen kurz. Gut, der hätte mir im Krankenhaus doch nicht viel gebracht, weil der ist zu kurz, weil die Steckdose ziemlich weit weg war. Oh, so lang wie mein Tisch. Meter noch was. Aber Nylon ist hier drum. Also ist kein Gummi, das ist Nylon. Oh, hier steht auch TechElec drauf. Ja, ich stehe auf so Gimmicks. Ja, zum Beispiel hier, dass man das USB-Zeichen gut sehen kann. Hier steht TechElec. Ah, falsch rum, so rum. Ja, also ich stehe auf so kleine, süße Gimmicks. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal den anderen auch gleich nochmal an. Was das für einer ist. Weil USB-Kabel kann man immer gebrauchen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich bestimmt, wenn es hinkommt, wie geht denn das jetzt zu? Habe ich bestimmt 3 USB-Kabel geschrottet. Ach so, jetzt erzählt hat. So, das ist der erste. Ich pack mal den nächsten aus. Da auch wieder Zettelchen mit bei und TechElec. Mal gucken. Oh, der scheint länger zu sein. Oh, Nylon. So goldmäßig würde ich sagen. Hier auch wieder TechElec. Das ist auch Metall wirkt. Also das ist Metall. Auch das ist hier Metall. Und wie lang ist er? Ui. Also der ist einmal, also fast zweimal so lang wie mein Tisch. Der ist schön. Also den hätte ich im Krankenhaus gut brauchen können. Mach ich mal kurz so, dass ihr mich sehen könnt. Beim Krankenhaus, wenn du so, habe ich so gelegen, da war hier oben die Steckdose. Und das ist ziemlich weit weg. Und dann hatten sie im Krankenhaus im, sag schon, da hatte ich so eine Art Fernseh. Ich will nicht sagen Art, also ist, ich, deswegen sage ich so eine Art Fernseh. Es ist eigentlich ein besseres Tablet gewesen. Ja? Ihr müsst euch das so vorstellen. Also ich packe das nur mal schnell ein hier. So, zusammen. Das auch zusammen. Die werde ich jetzt nämlich in der nächsten Zeit testen.
So, die mal hier zu Papiere zusammen. So, dann kann ich das hier nämlich alles schon mal rausmachen. So. Hatte ich ein besseres Tablet. Ja, das, aber vielleicht so ein 10 Zoll Tablet oder so. Mit, und das war aber auch nicht alle Display. Also das war noch ein Stück kleiner. Und dann war hinten ein USB dran. Ne? Und da habe ich mein Handy mal rangehängt zum Laden. Das Einzige, was passiert ist, ist, ich habe hier das Ladeenergiesymbol gehabt, aber ich habe die Stromversorgung ist nicht mehr geworden, also ist immer weniger geworden trotzdem. Und dann bin ich in die Einstellung reingegangen und habe mal geguckt, ob man da vielleicht, ob ich da auf meine Daten zugreifen kann, Filme darauf angucken, wozu der USB gut ist. Geht auch nicht. Und dann konnte man das Ding so von, man hat ja im Krankenhaus so einen Nachttischschrank, dann konnte man es von einer Seite auf der anderen Seite festmachen. Da war so ein Mechanismus, also so ein Plasteding dran, wo man es drinstecken konnte. Da konntest du die ganze Zeit nur so auf der Seite liegen und drüber gucken. Ja, du konntest nicht vernünftig gerade liegen, weil so weit ist der Schwenkarm nicht gekommen. Weil das war nur ein Schwenkarm. Den konnte man so links, rechts schwenken und das war schon. Nicht doppelt, dass man den immer so rausholen kann und Fortbett machen kann. Also in der Mitte, dass man da vernünftig drin sitzen kann. Nee, das ging nicht. Oh wei. So, jetzt gucken wir uns aber auch mal die Virtual Reality Brille an hier. Ich bin mal gespannt, ob mein Galaxy S5 da überhaupt reinpasst. Weil ich habe ja so Sachen schon getestet. Also die sahen echt ja nicht mal so schlecht aus. Links, rechts, App. Links, rechts, okay. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier auch noch die App runterlade, um zu gucken. Die habe ich nämlich noch gar nicht runtergeladen. Galaxy. Ich mache mal Samsung Galaxy davor. Samsung Galaxy S5 Live HD 3D Viper? Nee. Hier ist er nicht mit bei. Hier ist er nicht mit bei. Dann müssen wir einfach mal bei Samsung gucken. Suchen. 3D. Suchen. Ja, finde ich nicht. Wie heißt denn diese Galaxy, die komische App für Samsung Galaxy, wo man da diese 3D-Sachen drauf hat? Ne, das war ja nicht 3D, war Virtual Reality. So, guck mal. VR. Ich gebe mal nur VR ein. Suchen. BMW. VR-Bank. VR 3D, okay. VR Video 360. So. Ja, das nehmen wir mal, installieren. Zum Testen reicht das ja. Würde ich jetzt mal so sagen, dass es zum Testen reicht. Aber die hatten doch auch hier VR App. Die hatten auch diese Virtual Reality App. Ich gebe VR ein und erhalte, ne, weiß ich nicht, alles Mögliche, aber nicht VR. Ein Klavier, Lovo, so ein Chat-Ding, R-Hupe, ja, sehr kurios. Wenn ich einfach nur virtuelle Realität eingebe, warte mal, hier war doch irgendwas. Ich
gebe jetzt einfach mal virtuelle Realität ein. Findet da natürlich nichts. Für Galaxy. So, jetzt haben wir hier alles Mögliche. Gear. Top. Empfohlen. Amazon wird mir empfohlen. So, aber hier ist irgendwie kein... So, da war der Akku leer. Ich habe mir jetzt mal hier... muss mal das schnell nach unten verschieben. Das möchte ich gerne nicht gerade zeigen. So. Voilà, da steht nämlich der Name meiner Freundin. So. Schneide ich raus. So. Die beiden Apps habe ich mir jetzt runtergeladen. Na, was macht er denn jetzt? Neue Seite macht. Naja, dann schiebe ich es halt schnell auf die neue Seite. Dann kann ich euch das zeigen. So. Hoppala. So. So, die beiden habe ich mir jetzt runtergeladen. Könnt ihr das sehen? Und damit wollen wir jetzt gleich mal die VR-Brille testen. Wir haben jetzt hier eine Anleitung mit dazu gekriegt. Die ist in ja, in welchen Sprachen ist denn das? In Deutsch ist er auf jeden Fall auch mit bei. Die 3D-Brille. Genau. In Deutsch ist mit bei, Englisch, Französisch und Deutsch, so wie es aussieht. Und hier Spanisch, Chinesisch und noch irgendwas. Aber solange Deutsch mit bei ist, ist uns das ja eigentlich relativ egal. Was haben wir hier? Wir haben dann noch so Klebenippel mit bei, die wir drin machen können. Aber, so. Haben wir jetzt hier die 3D-Brille. Die hat hier auch zum Stellen. Können wir jetzt praktisch vor und zurück machen. Seht ihr das überhaupt? Ja, seht ihr. Da. Und dann haben wir hier noch was, wo wir das Handy neigen können. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ob mein Handy da überhaupt reinpasst. Also hier sind, ach doch, müsste passen, sind irgendwie Nippel dafür da. So, also hier kann man auseinanderdrücken. Jetzt machen wir das einfach mal hier rein. Gut. Passiert auch ganz viel. Do you, yes? So. Okay, jetzt macht er hier konfigurieren. Holen Sie sich Keyboard App. Jetzt will er irgendeine App haben. Warum will er irgendeine App haben? Aha, so, jetzt zeige ich es auf Jans. Na. So. Und ich muss erstmal meine Brille absetzen. Ich habe leider diese Galaxy-App nicht gefunden. Die kotzt mich hier an. Aha. Gut. Mein Handy startet gerade neu. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Wieso startet mein Handy neu? Achso, ich habe es falsch gemacht mit dem Außennippel nach oben. Naja. Erstmal schnell PIN einnehmen. Moment. Muss erstmal starten. Ach, eine Brille. Ein Brillenputztuch haben wir auch mit bei. Oh. Falsche Code. Oh. Das müsste aber jetzt der richtige sein. Ja, ist der richtige. So, jetzt haben wir einfach mal das VR-Brillen-App-Ding. So. Okay. Jetzt nehmen wir das.
Ja, ich weiß. Und ich muss auf jeden Fall jetzt aufpassen, dass ich die Nippel nach unten mache. Nee, so ist es verkehrt rum. So ist es richtig rum. Hä? Wieso ist ein Spiegel verkehrt? Naja, keine Ahnung. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier zukriege. Das ist nämlich mit den Samsung-Handy echt bescheiden. Ja, toll. Kriege das nicht vernünftig Rinder. So. Ja, da ist dann wieder laut und leise dann zwischen. So. Oh oh. Der ist hier auch gleich. Und schon wieder ist es aus. Das Problem ist bei der Halterung jetzt gerade. Hier wird sie halten, hier kann ich wegschieben. Aber unten seht ihr, wie breit das ist. Und hier oben, da und da. Ja, wie ich es mache, um es vernünftig mittig zu zentrieren. Mein Handy, ja, wie ich es mache, irgendwie jetzt immer aus, weil durch die Knöpfe. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Ich gebe hier nicht auf. Braucht da keine Angst haben, ich gebe nicht auf. So. Meine Freundin schreibt auch gerade. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. So, ich nehme jetzt mal ein Video. Hier stehen nämlich nur Ziffern. Ich weiß nicht, welches Video ich klicke. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das hier irgendwie reinbekomme, ohne dass es ausgeht. Irgendwie startet das Video gerade nicht. Ich könnte es höchstens so machen. Gucken. Das sieht gut aus. Hoppala. So, alles beenden. Das sieht soweit ganz gut aus, würde ich sagen. Da bin ich mit dem Ausnippeln nicht dran, mit laut und leise nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie es klappt mit dem Wiedergabe, weil das Handy ja jetzt nicht mehr mittig drin ist in dem VR. So. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, das Handy ist nicht mehr mittig drin. Oder es fällt halt raus. Ach Gott, der Mädchen, Gott, fix Türken jetzt. So. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Es wird auch nur durch Magneten gehalten. Also von daher. Ja. Ich sehe nichts. Ach so, kann ich das nach links verschieben? Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich das mal verschoben. Mein Handy ist natürlich aus der Verankerung raus. Oh, Herrgott. Also mit meinem Samsung macht sich das sehr bescheiden, muss ich sagen. So, nehmen wir einfach mal das. Wie startet der das ohne hier wirklich? Nächster Video. Ah. Okay. Option Button.
Ja, irgendwie steht es aber seitenverkehrt. Und wenn ich das umdrehe, Option-Button. Also, ihr seht es jetzt nicht, weil es zeigt man nur an, wenn ich Richtung euch gucke. Ah, jetzt Doppelklick. Klick. Play-Button. Na, ich klicke doch den Play-Button. Ja, keine Ahnung. Jetzt kann ich das wenigstens mal überprüfen. Inwiefern. Oh, nicht. Inwiefern das. Ah, oh, scheiße. Mit dem Ausschaltknopf funktioniert. So. Also ich habe verzerrtet, also ich sehe halt, naja, also ich habe halt immer noch den Restmonitor von dem anderen. Also es ist zwar gespiegelt, aber irgendwie kommt noch ein Rest. Jetzt nicht. Jetzt ist es okay. Also ich finde aber, naja, mit dem Originalen ist es ein bisschen besser. Das Originale konnte ich ja auch schon testen. Und da gibt es ja natürlich auch die Apps und ja, schon wieder draußen. Ja, also ich weiß nicht. Also für Samsung Handys ungeeignet. Ungeeignet, meine Meinung. Also das Originale von Samsung, das ist da ein bisschen besser. Aber durch die Halterung bei HTC oder Huawei oder so möge es gehen. Aber dadurch, dass ich diese Nippel habe, ich kann euch das mal zeigen, muss ich mein Handy so reinmachen. So. Und ich kann es nicht komplett mittig schieben, wie es eigentlich sein sollte. Weil wenn ich es mittig schiebe, ja, ich kann nur komplett darüber schieben oder auf die andere Seite. Weil wenn ich es mittig schiebe, habe ich hier oben mein Power-Button, der ja da ist, genau hier an dem Schalter. Also an dem Festhalteding und dann geht das immer aus. Also für Samsung-Handys finde ich es sehr ungeeignet. Ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht was hinkriege, dass ich es die Tage noch mal besser testen kann oder so. Aber bis jetzt, naja, weil ich konnte das Original von Samsung konnte ich schon testen. Das funktioniert sehr flüssig, das funktioniert einwandfrei und wenn vernünftig funktioniert, dann ist es schon gut. Aber jetzt bei dem, ja, da fehlt was. Also das ist nicht so ausgereift, wie es eigentlich sein sollte. Für andere Handys möge es gehen, aber wie gesagt, bei mir ist halt das Doofe, dass mein Powerknopf da an so einer komischen Stelle ist und dadurch, ja, wie ich es hinschiebe. Entweder ist es zu weit links oder zu weit rechts. Am Anfang habe ich den Bildschirm doppelt, also habe ich dann immer noch Rest von dem anderen Bildschirm gesehen. Dann ging es irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht. Ich muss das erstmal noch ein bisschen testen. Also so überzeugt bin ich davon nicht, muss ich sagen. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. War nur ein kurzes Video. Die USB-Kabel sehen echt gut verarbeitet aus, die sind toll. Mit dem Headset, also mit dieser Virtual Reality-Brille, ich weiß nicht, das ist so. Ich muss mal, wenn mein Schatz da ist, mal mit ihrem Handy ausprobieren. Die hat ein Huawei P8, wie das da läuft. Mal überraschen lassen. So, bis dahin bin ich jetzt erstmal weg. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.